Special, Mann. Oi, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Mit Spezialgast Dennis, der Leinde. Und heute eine kleine Diskussion über Solemn Strike. Ziemlich mächtige Karte. Was haltet ihr davon bisher? Beste Falle momentan, also die beste Falle, die auf 3 ist. Ja, ich finde Warren natürlich immer noch besser, aber Solemn Strike, die beste Falle, die auf 3 ist. Mega krass. Kann man nicht viel dazu sagen. Wie der Kern der Spieler, was sagst du dazu? Also Solemn Strike ist wirklich sehr gut, aber man muss auch sagen, man kann sie auch ein bisschen umgehen. Also es ist nicht nur so, dass das jetzt... Also ich glaube, gute Spieler können die schon umgehen. Also, vor allem Monarchen, weil der einfache Spiel. Ja, wenn du die Kette richtig bildest mit Return und den ganzen Monarchen, wenn du Return als Chaining 2 setzt, das heißt, dann gehst du einfach den Strike und mischst einfach deine Karte rein. Kette richtig setzen oder du musst den Effekt auch gar nicht machen. Du kannst auch ohne kannst den Effekt nicht machen, überlebt der Monarch und kann angreifen. Ja, so ist es. Gut, das ist jetzt nur Monarchen, aber gegen jedes andere Deck, ich meine, gegen Pepe ist es schon echt krass. Wir sammeln 5 und dann Strike. Negiert auch ein Grave, ja, also auch beim Cosmo zum Beispiel, richtig stark die Karte. 1500 Lebenspunkte zu zahlen, ist das nicht recht viel. Ja, aber kann auch dein Gefängnis werden, also das ist schon persönlich. Also zum Beispiel jetzt gegen, wenn ein vorsichtiger PP spiele, der pendelt nie 5. Also der pendelt die 5. Versucht immer meistens eine Gewisse rauszuhauen, damit du gezwungen bist, einen Strike zu aktivieren. Ja. Und dann pendelt er dich halt zu und der Karte dich halt meistens. Genau, das sind halt dann die guten Spieler, die das halt dann, wie er meinte, schon umgehen. Ja. Aber so an sich, die Karte, wenn die Karte gut eingesetzt wird, genau, ja, darum geht's. Wenn die Karte wirklich gut eingesetzt wird, perfekt eingesetzt wird, ist die auf jeden Fall eine Gamebreaker-Karte. Ja. Sieht man ja auch jetzt in vielen Decks dreimal gespielt, mit Warning noch dazu, also 4 Solems. Ja, auch jetzt Kirby-Spieler sind jetzt von dem Bild, also nach der ganzen, nach diesem ganzen Bandlist hier mit Ding, viele spielen jetzt auch 3 Strikes Main und Warning und so, weil die einfach halt krass ist. Ja, ja, was eure Meinung ist, ist die zurzeit Staple und wenn ja, auf 3 immer? Ja. Also ich spiele aktuell 2, weil ich finde, wenn man mit der, also ich will die halt meistens nur einmal auf der Startern sehen. Also jetzt nicht zweimal los, dann möchte ich ja mehr Variation haben. Natürlich kann man sich auf 3 spielen. Das, sag ich mal zum Beispiel ein Teller Knight Spieler, der möchte natürlich 3 spielen, 3 Strikes. Oder... Stimmt, das ist Teller Knight Spieler. Bitte? 3 Strikes, zu krass. Ist ja, er ist ein Muss? Ja, muss. Teller muss. Alles was fallen ist, alles rein. Peter auch muss. Ja, wenn du Ariadne spielst, ja, weil PP hat nicht mehr, sag ich mal, dieses Flashfeuer und den Damage dann. Und die braucht man irgendwas, sag ich mal, als Schutz, damit sie nicht OP-Card werden. Und das ist halt einfach Strikes. Strike ist halt die beste Karte dafür. Ja. Sehe ich so. Sehe ich auch so. Also ich spiele jetzt im jetzigen mein Bild Cosmo. 3 Strikes, 1 Warning. Ja. Kommt immer gut. Ich hatte nie mehr als eine, wenn dann auf der Hand. Ja. Die Karte kommt echt gut. Mir gibt, wie gesagt, auch ein Grave. Strike auch mal. Spiel entscheidende Karte auf jeden Fall. Strike ist halt die beste Karte gegen Cosmo. Und Eisenball, aber ansonsten Main ist Strike einfach die beste Karte. Kannst du das bestätigen? Auf jeden Fall. Also, aber man muss sich, also ich sag mal so, in allen guten Decks ist sie vertreten. Also, aber nicht im Monarchen normalerweise. Monarchen nicht, aber sonst ist glaube ich die derzeit meistgespielte Fallenkarte. Aber im Monarchen braucht man sie eigentlich auch gar nicht. Monarchen nicht. Nee. Anderes. Aber sonst in jedem anderen Deck. Eigentlich. In jedem. Ich glaube, außer Mermaid nicht. Ich weiß nicht, ob man sie da spielt. Habe ich es auch nicht so wirklich gesehen. Ja, aber natürlich auch spielen, aber. Teller auf jeden Fall. Teller auf jeden Fall. Und eure Meinung, sollte die gehittet werden auf 1, 2? Die sollte nicht. Nee, also ich finde auch nicht. Ich finde sie nicht so krass. Auf 2 reicht sie auch, wenn sie eingeschränkt wird, weil man spielt nur halt dann 2 Strikes und ein Warning. Ja. Macht da keinen großen Unterschied. Und also ich finde sie exakt nicht so krass wie Warning, weil Warning kann viel mehr negieren als Strike, weil Warning flexibler ist, weil die Karte, sag ich mal, da musste erstmal eine interne Beschwörung machen oder Monster-Effekt aktivieren. Die kann auch voll mit MSC weggeschossen werden, zum Beispiel jetzt. Also ich finde die bis nicht so flexibel wie Warning und das Timing ist bei der Karte anders als auch bei Warning. Bei Warning halt, wenn du zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, irgendeinen Reborn-Effekt aktivierst oder zum Beispiel jetzt auf Boards, zum Beispiel, ja gut, das könnte auch Strike negieren, aber ich weiß schon noch, was ich hinaus will. Ja, Call, Interfusion, dies, das. Das ist einfach viel besser. Ja, Strike auf jeden Fall gut, limitieren, vielleicht werden sie es eh machen, wahrscheinlich auf 1 oder so, ja. Auf 2 wird es vielleicht reichen, dann wird es, keine Ahnung, aber die sollten sie mal lassen, ganz ehrlich. Ja, weil sonst Strike, kann man nichts limitieren machen. Oder nicht?
Ich glaube nicht, nee. Also nicht? Das ist in Ordnung, wenn es ja auch frei ja. Wenn der neue Spieler das sagt, dann wird es schon so schlimmer. Aber limitieren würde ich sie auch nicht, weil Strike geht ja nur auf interne Summons und externe Summons ist ja eh scheißegal. Also daher ist Warning besser und deswegen finde ich nicht, dass sie limitieren werden sollte. Alles klar, das war's. Hinterlasst unten in den Kommentaren, was ihr von Strike haltet. Ich sag lieber nichts dazu. Vor allem, man kann jetzt mit so Strike immer umgehen. Ja, das haben wir schon gesagt. Aber schon gesagt, danke für deinen Kommentar. Danke für deinen Kommentar. Wie immer, bis zum nächsten Mal und leidet nicht. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt nicht.